Yeah. Wortgefecht, Ey Leute kommen an und fragen, wann fangt ihr an abzusahen? Ihr seid einfach mal anders, eure Crew ist so abgefahren. Mit eurem Talent müsstet ihr schon lange an der Spitze stehen. Doch anstatt euch kann man nur so Idioten an der Spitze sehen. Die Mainstream-mäßig fast alle gleich klingen, doch gehypt werden, obwohl alle den gleichen Scheiß bringen. Ihr dagegen klingt anders und habt was in euren Liedern, an dem man merkt, dass euch die Musik einfach Spaß macht. Yeah, ab sofort viel Klartext geredet. Für die Konkurrenz wird es eng wie beim Latex-Fetisch. Geht zum G-Wortgefecht, fecht das Vorzeige-Rapper. Hey, für uns geht es hoch hinauf wie auf Schornsteine klettern. Und ja, yeah, ein bisschen Arroganz darf sein. Vielleicht das beste Rapper-Wortgefecht Platz 1 bis 3. Und nein, wir teilen uns das Treppchen mit niemand, bis irgendjemand am Start ist, der es sich wirklich verdient hat. Yeah. Ey, wenn Käse nicht aus Milch wäre, könnte es auch Wurst sein. Mittlerweile halten sich die anderen Rapper bedeckt, weil die Leute uns lieben. Klar, wir bringen die fetteren Tracks, doch glaub mir, damals war Wortgefecht ne spontane Idee. Heute ist es so, dass leider ohne Gage nichts geht. Management-mäßig aufgestockt, Producer am Start, fresher Rapper, dementsprechend noch die cooleren Parts, verstehst du? Wir bringen den krasseren Sound, 2012 wird es Zeit, Geld in die Kassen zu hauen. Noch vielen Dank an die Fans, wir wären ohne euch nichts, außer einer Crew ohne jegliche Klicks. Hä? Yeah. So auf YouTube und Facebook, ihr wisst schon, vielen Dank dafür, wir lieben euch. Und deshalb wir 2012 wieder durchgestartet. Deshalb wir 2012 wieder durchgestartet. Wortgefecht ist back und fresher wie in 2011. Fecht das Untoppable Rap King 2012. Yeah!